Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 3. Juli 2018 mit dem Tagesbotschaft für heute. Heute haben wir den ersten Portaltag. Dazu habe ich ein paar mehr Karten gezogen, einfach um genaue Hinweise für den Tag, genaue Botschaften zu bekommen. Also dieser heutige Portaltag wird uns bestimmte Emotionen spiegeln, so im Außen, ja, wo wir erkennen können, wo wir zweifelnde Worte und Gedanken auch hatten oder haben. Also falls wir in dieses Zweifeln hineinkommen, kommen bestimmte Emotionen in uns hoch, die wirklich die Ursache für die Manifestation gegeben wird. Also wenn wir negativ denken, da kommt dazu eine negative Emotion und wir manifestieren etwas, was wir gar nicht möchten, was wir im Grunde vermeiden wollen. Es geht heute darum, also in Energie vom Außen, dass wir erkennen, wie wir diese Zweifel überwinden können, dass wir mehr in dieses Vertrauen gehen und unser Denken und Tun überdenken und auch diese zweifelnde Emotionen einfach loslassen. Ausnahmslos loslassen, weil das sind Spiegelungen innerhalb unserer Realität, werden dadurch erschaffen, dass wir wirklich auch unsere Worte, Gedanken und Taten, also alles loslassen. Darum geht es. Und wenn wir das verändern, verändern wir auch gleichzeitig wirklich alles zum Positiven, ja? Und auch diese innere Zweifel werden dann in uns gelöst und wir haben viel mehr Mut, Zuversicht und Stärke in uns auch. Und das wird uns dann auch im Materiellen dann so gespiegelt, ja. Und so kann eine tiefe Heilung in uns entstehen. Diesbezüglich findest du auch etwas an meiner Webseite unter www.reka-bergheim.de. Du findest dort auch meinen Portal-Energiekreis, falls dich das interessiert. Aber wir beginnen jetzt mit den Botschaften für heute. Ich bitte dich, stimme dich voll und ganz auf den heutigen Tag ein, schließe deine Augen und tauche in der Energie der Kristallschale hinein. Ich hoffe, konntest du wunderbar entspannen und diese wunderbaren Kristallschalen haben die Möglichkeit, auch dein Bewusstsein zu öffnen und zu erweitern mit ihren Ton, mit ihren hochschwingenden Frequenz, ja? Und sind viel intensiver wie die Klangschalen noch. Also die erste Karte ist der Hydrophon, Melone, also innere Projektor. Du bist in der Lage, fein energetische Codes und Frequenzen zu empfangen, diese in verständliche Informationen oder Bilder anzuwandeln und in deinem Bewusstsein wirken zu lassen. Also du wirst hier wirklich nochmal nur daran bestätigt, dass da also bestimmte Frequenzen auch empfangen kannst und auch schau mal, wie dein innere Projektor, also in dir wirklich wirkt, ja. So, die nächste Karte für den heutigen Tag kommt die Karte Veränderung aus dem Seelenschlüssel
und dazu die Bedeutung. Also nichts bleibt so, wie es im Moment besteht. Nichts hat eine immerwährende Gültigkeit. Und genau darin besteht der Erfahrungsreichtum des Lebens. Also lebendiges Leben bedeutet das Zulassen von Veränderungen. Dein Lebensmuster verlassen, gerade die statische Symmetrie. Genau das stellt das Piktogramm, diese Schlüsselkarte, dar. Der obere Punkt dieser Geometrie hat die Mitte verlassen und erzeugt eine Asymmetrie. Dadurch verschiebt sich alles in eine sich wandelnde Dynamik. Schau dir diese Karte mal einfach an. Ja? Bist du bereit für die anstehenden Veränderungen in deinem Leben? Welche Rolle spielen noch jene Gedankenmuster in dir, die auf Beständigkeit beharren? Kannst du der wandelnden Kraft, die in dein Leben einfließen will, ausreichend Raum geben? Der Zeitpunkt Veränderungen ist jetzt. Der Zeitpunkt dafür ist günstig. Das Leben hält Geschenke für dich bereit, die du wahrscheinlich noch gar nicht erkennen kannst. So, es geht heute um Veränderung. Und da kamen zwei Karten aus dem Meisterdeck. Da kam dein Selbstwert, also Selbstwert. Ich bin es mir wert, mir überall in meinem Leben das Beste zuzugestehen, dass du deinen eigenen Wert heute erkennst. Und der Meister selbst, ich handle aus dem Bewusstsein meines inneren Meisters heraus. Also wenn du deinen Selbstwert erkennst, dann wirst du auch aus deinen inneren Meisters heraus handeln. Dann weißt du das auch, was du in Wirklichkeit wert bist und was du auch das Beste nur verdienst. Und schau mal diese Farben an, hier diese beiden Karten, die sind fast identisch, ja? Der eine geht in der Breite und der andere in der Höhe. Ja, erkennst du deine Weite und auch deine Größe, ja? Selbstwert und Meister selbst. Welche Engel begleitet dich? Da kommt Erzengel Metatron. Mit deiner Hilfe erfülle ich meinen Lebensplan. Also du hast heute Erzengel Metatron an deiner Seite. Wunderbar. Und es kommt Engel für altes Wissen. Ich habe den Mut, meine innere Weisheit zu vertrauen. Also was von inneren kommt, diese innere Weisheit, was man so nicht antrainieren kann, sondern wenn du das merkst, das kommt von deinem, du weißt es einfach, ja, von deinem Inneren, dass du darauf auch vertrauen darfst, was für dich richtig ist heute. Das war die Tagesbotschaft. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Du bist mit in Resonanz gegangen. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Ich wünsche dir einen wunderbaren ersten Portaltag der Wandlung. Lasse dich voll und ganz auf diesen Prozess ein. Falls du diese energetische Begleitung möchtest, freue ich mich auf dich. Bis bald, deine Valeria.